Ja, ein Hallo an alle Ragnarok-Spieler da draußen, an alle Fans, sonstigen Interessierten, die auf dieses Video gestoßen sind. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Roastbot TV. Ja, zwei Dinge vorweg. Erstens, es gab das erste Opfer zu beklagen. Ich bin doch eigentlich Pazifist und trotzdem hat's mein Mikro erwischt. Mikro meets Schuh bedeutet was? Genau, es macht die Biege. Haha, toller Witz. Gut, der war super. Noch besser war übrigens meine Aktion letzte Woche. Ja, ich hatte wunderbarerweise erzählt, dass das Euro-Team beim RWC in der ersten Runde rausgeflogen ist. Und was habe ich erzählt? Ja, Friendship-Preis, super. Sowas wie goldene Himbeere, kann man sich nichts verkaufen, hat überhaupt keinen Wert. Ja, Flash, super Idee. Hätte ich mich mehr informieren sollen. Der Friendship-Preis, hier übrigens mal ein Bild von ihm. Wie man lesen kann, doch etwas höher dotiert als ursprünglich angenommen. Also von daher, ich ziehe diese Bemerkung zurück. Glückwünsche nochmal zum Gewinn des Friendship-Preises an das Euro-Team. So, damit aber gut gelaunt und hoffentlich viel, viel besser informiert, jetzt in den neuen Newsflash dieser Woche. Das ist rund um EFRO und Ragnarok und so weiter passiert. EFRO erhält technische Unterstützung. Am 17. Oktober ist ein fünfköpfiges koreanisches Ingenieurteam in Paris angekommen und soll dem Betreiber von EFRO helfen, die Serverstabilität zu erhöhen. Das Team wird 7 Tage vor Ort bleiben und den Server auf Herz und Nieren testen. Eine große Maßnahme, die am Mittwoch, den 19. stattfand, war, als der Server für eine lange Wartung heruntergefahren werden sollte. Ursprünglich waren 24 Stunden geplant, die Wartung lief tatsächlich über knappe 30 Stunden. Trotzdem hielten sich die Beschwerden in Grenzen. Viele Spieler sind nun gespannt auf das Ergebnis. 4 Tage EFRO-WoE als Stresstest. Die koreanischen Ingenieure haben nach der langen Wartung am Mittwoch beschlossen, ein 4 Tage Dauer-WoE auf EFRO einzurichten. Während dieses WoEs werden die Castles dauerhaft offen sein, alle Spieler können daran teilnehmen und zusätzlich werden Monster und MVPs in den Castles gespawnt. Normale Monster haben dabei keine Respawn-Zeit, das heißt, sie tauchen nach dem Sterben sofort wieder auf. Durch den ständigen Respawn von Monstern und Spielern sowie die Mapwechsel und Skills sollen die Server an ihre Belastungsgrenze gebracht werden. Bis zum späten Samstagnachmittag fand jedoch noch kein Serverabsturz statt. Die Rückmeldungen der Spieler bezüglich der Testauswertung bzw. Veränderungen gehen sehr auseinander. Während einige Spieler von deutlich verbesserten Spielbedingungen berichten, haben andere Spieler nun deutlich mehr Probleme auf einigen Maps als vorher. Das Team ist ja noch kurze Zeit vor Ort. Wir hoffen, dass weitere Probleme in dieser Zeit gelöst werden können. Rock'n'Roll und Eternal Lotus auf ESWC Stage in Paris. Die beiden EFRO-Finalgilden vom Qualifikationsturnier für das diesjährige RWC werden auf der ESWC-Bühne Showmatches austragen und Werbung für unser Spiel machen. Es gab ebenfalls einen Livestream, vielleicht finden sich auch Videos zu diesem Ereignis im Internet. Haltet also die Augen auf. Wir bedanken uns bei den beiden Gilden für eine tolle Performance während des Qualifikationsturniers und hoffen, ihr hattet auch viel Spaß beim diesjährigen RWC. Ja, ihr merkt weniger News of the Week diese Woche. Dafür ist trotzdem einiges passiert. Ich habe ja darüber berichtet, das koreanische Team ist seit Montag bei uns unterwegs auf EFRO und hat auch einiges schon bewegt. Viele Spieler, ja, haben doch weniger Probleme mit Maps. Andere, die vorher überhaupt keine Probleme hatten, haben jetzt plötzlich welche. Was genau geändert wurde, ist im Detail noch gar nicht bekannt und wird vielleicht auch nie so ganz veröffentlicht. Wir wissen es noch nicht genau. Man hat auf jeden Fall angekündigt, dass man sich erstmal nur um die WoE-Maps kümmern kann und wird, ja, weil die Zeit einfach zu kurz ist. Es gibt immer das ja, Geweine, will ich mal sagen, in den Foren. Die EFRO Games haben so viel kaputt gemacht, da können die Koreaner gar nicht so viel schaffen in der kurzen Zeit. Aber man muss auch davon ausgehen, dass die Patches und Quests und so weiter aus Korea kommen und die meisten anderen Server ja mittlerweile Renewal haben. Das heißt, EFRO hat immer eine Extrawurst und wir müssen immer die Patches angepasst bekommen. Und ob das dazu beiträgt, dass die Dinge einfacher zu installieren sind, weiß ich nicht. Also ob es wirklich alles an den Games liegt, ich lasse es mal dahingestellt. Wir hoffen einfach mal, dass das koreanische Team unserem Server ein bisschen helfen kann. Ich selbst habe auch festgestellt, ich kann ein bisschen besser spielen, wobei ich auch vorher nicht so viele Probleme hatte. Wir warten mal ab, bisschen sind es noch da und ihr solltet eure Rückmeldungen auf jeden Fall posten im EFRO-Forum. Da gibt es ja ein Ankündigungsthema, dass das Team dort ist. Und wenn ihr jetzt noch Probleme habt, neue Probleme habt oder alte nicht gelöst sind, postet sie auf jeden Fall dort.
Auch wenn noch nicht so viel Rückmeldung kommt von den GMs oder noch gar keine Rückmeldung. Die Infos sollten dort stehen, sie werden garantiert berücksichtigt und es kann nur helfen. Außerdem die WOE-Events, die gestartet worden sind. Ja, wenn diese Show online ist, wird es wahrscheinlich noch das letzte sein, also am Sonntag um 20 Uhr. Freitag, Samstag, Sonntag sollten die ja stattfinden. Jeweils um 20 Uhr sollten sich so viele Gilden wie möglich und viele WOE-Spieler wie möglich im WOE treffen und versuchen, die Server wirklich an ihre Grenzen zu bringen, vielleicht sogar zum Absturz zu bringen. Und ja, nur das kann natürlich helfen, im Endeffekt, da die Leistung überhaupt zu verbessern, wenn man weiß, warum stürzt der Server ab. Und also sollten wir versuchen, dem Team so gut es geht wie möglich zu helfen und wirklich einloggen und einfach mal reinlaufen in die Castles. Es ist ein bisschen nervig wegen den Monstern, aber versuchen wir es. Die Masse der Spieler macht es natürlich, die Skills machen es. Also wenn ihr Zeit und Lust habt, einfach mal reingehen, auch während des Tages sind die Castles offen, wie gesagt. Und ja, lasst uns den Server mal ein bisschen stören und hoffen, dass die Techniker dort ein paar Schlüsse draus ziehen können. Ja, und wegen der Wartung ist natürlich auf EFRO nicht so viel passiert. Aber auf Iro gibt es wieder ein paar Neuerungen. Halloween steht an und dort hat man wieder die nötigen Änderungen vorgenommen, Quests angekündigt und so weiter. Also als erstes gibt es eine Ecto Extermination Quest. Ab Level 50 könnt ihr die durchführen. Nähere Infos gibt es in Prontera. Und dann könnt ihr auch eine Kusarian Mask dort bekommen. Das ist eine, in der Beschreibung steht, von mächtigen Dämonen besessene Maske, wird während des Events plus 1 auf alle Stats geben. Also von daher, nette Geschichte, kann man sich abholen und ja, wieder zwei schöne Events von Iro. Ja, dann gibt es noch ein Halloween Spooky Pack. Das Ganze könnt ihr kaufen gegen Kafra-Punkte und ihr bekommt dort Hatchies raus, ihr bekommt dort Slot-Coupons raus und es gibt auch verschiedene Stat-Foods, die ihr dort bekommen könnt. Sehr nette Preise oder Rewards überhaupt drin. Kostet, soweit ich gesehen habe, 300 Kafra-Punkte und ist erstmal jetzt erhältlich während der Halloween-Zeit. Dann gibt es noch ein Witch Pumpkin Head, also ein Hexen-Kürbis-Head. Der gibt euch unter anderem zwei Stärke und ihr könnt da auch dann verschiedene Kombinationen ausprobieren mit Masken. Und da könnt ihr mal nachschauen auf www.playragnarok.com. Die News sagt es schon zu Halloween und dort steht dann auch etwas zu dem Witch Head drin, denn der gibt euch dann in der Kombination mit verschiedenen Masken verschiedene Effekte. Also ihr bekommt MDEF beispielsweise, dann könnt ihr Pumpkin Pie finden mit einer anderen Kombination. Also ganz verschiedene Varianten und ja, viele verschiedene Kombimöglichkeiten. Also für jeden was dabei, für jeden Style-Typ etwas dabei. Und er sieht auch ein bisschen besser aus als die Pumpkin Heads, die wir in den letzten Jahren hatten, zumindest meiner Meinung nach. Dann gibt es noch ein Double XP-Event, soweit ich gesehen habe, diesmal erstmal bis zum 25. Oktober auf Iro, vielleicht auch noch ein bisschen länger, wer weiß, was passiert. Denn verschoben worden ist das Ganze, und zwar hatte ich die letzte Show angekündigt. Die Server sollten zusammengefasst werden an einem bestimmten Punkt. Wie gesagt, keine Sorge, kein Merch, einfach nur eine Zusammenfassung in ein Internet-Data-Center von Iro. Man hat ja noch andere Spiele, die man dort mit anbietet und jetzt soll das Ganze zusammengefasst werden. Hatte man länger geplant, hat wohl noch etwas länger zum Planen gebraucht. Das Ganze war ja letzte Woche am 18. eigentlich vorgesehen. Jetzt findet es statt am 25., also am Dienstag und soll 24 Stunden dauern, diese Wartung. Die Webseite, die Spiele und Foren werden weitestgehend offline sein, aber ihr könnt auf Facebook und auf Twitter der ganzen Geschichte folgen, könnt dort den aktuellen Status dann lesen und hoffen, dass das Ganze nach 24 Stunden wieder online ist und euch dann sicherlich auch auf einige Änderungen und auf die kommenden Events dann freuen. Ja, und dann doch nochmal was zu EFRO. Und zwar war ich diese Woche in Paris. Ich habe ein Gespräch führen können, ganz exklusiv mit unserem Server und habe mich über sein Wohlbefinden kümmern können und ja, ihn mal fragen können, wie es ihm denn so geht. Und was er exklusiv für Rosebot TV gesagt hat, wie es unserem Server geht, das erfahrt ihr jetzt hier. Ja, hallo meine Lieben. Ich grüße euch hier heute aus Frankreich, aus Paris, Stadt der Liebe. Ja, apropos Liebe,
Das ist unser Server, den wollte ich euch doch mal vorstellen, damit ihr nochmal persönlich seht. Und seht etwas mitgenommen aus, aber ihm geht's viel, viel besser, wie er uns direkt selbst berichten kann. es geht ihm schon deutlich besser, wirklich. Also das war jetzt alles nur Show. Wie geht's dir wirklich? Wie ist der Zustand unseres Servers? Damit verabschiede ich mich dann auch für den Moment aus Paris. Wünschen wir ihm gute Besserung. Wäre ja schön, wenn ich Tempo als Sponsor hätte, dann würde ich ihm natürlich auch was rüberschicken. Oder andere Marken gibt es natürlich auch. Also von daher, nee, muss nicht nur Tempo sein. wir hoffen, dass es ihm bald wieder besser geht. Vielleicht mit ein bisschen koreanischer, altertümlicher Heilkunst, wer weiß es. Und dann sehen wir mal, wie es die nächsten Wochen, Monate und so weiter im WoE, im PvM und überhaupt weitergeht. Dann Adventskalender, mal wieder das Thema. Nein, ist nicht schlimm, ich freue mich drauf, denn es gibt wieder Neuigkeiten. Ich habe noch Beiträge bekommen für das Titelbild und ja, es nimmt natürlich Form an. Wir sind am Bild am Besprechen. Es wird wohl auch demnächst ein Forum geben. Ich werde so ein kleines einrichten, damit wir uns besprechen können. Und wer schon mal einen exklusiven Blick reinwerfen möchte, kann das auch tun. Wird sich dann allerdings die Überraschung verderben. Aber gut, das muss natürlich jeder selber wissen. Ansonsten habt ihr natürlich immer noch die Möglichkeit, bis zum 27. November eure Beiträge einzuschicken. Bilder, Musik, was euch so einfällt, schickt es ein. Einfach an kalender@rosbot.de. Und wenn ihr Sprites fürs Titelbild entwerfen möchtet oder einen Vorschlag fürs Titelbild habt oder das Titelbild zusammensetzen möchtet später, das fehlt auch noch jemand, der es macht, dann bitte einfach auch eine Mail schicken an kalender@rosbot.de und dabei aber bitte darauf achten, dass ihr sagt, dass die Sprites wirklich fürs Titelbild gedacht sind und nicht für die Kalendertürchen. Ja, und wenn, es wurde schon mal angesprochen, wenn jetzt nicht genug Beiträge zusammen kämen, was ich nicht glaube, sind natürlich noch Backup-Beiträge vorhanden. Also ich glaube, es wird kein Türchen leer sein. Da brauchen wir keine Angst haben. Ich freue mich sehr drauf, hoffe, es machen ganz, ganz viele Spieler mit. Bei EFRO, bei Rokards, bei Rosbot gibt es überall ja schon Themen dazu und Infos dazu. Wie gesagt, einfach nur Weihnachten und Winter als Beitragsthema. Das war es eigentlich schon. Ansonsten seid ihr völlig frei und ich freue mich auf eure Beiträge. Dann freue ich mich auf noch was, denn ich hatte Kontakt mit der Gilde Timeless. Zwar habe ich mit dem Leader und dem Leader vom Leader seiner Frau gesprochen über TS und es ging so ein bisschen über Events von EFRO und die Gilde ist sehr eventaktiv. Freut sich auch immer drauf, wenn andere Gilden, andere Spieler mitmachen. Und ja, jetzt haben wir ganz exklusiv ein Halloween-Event. Das wird demnächst stattfinden und hier gibt es mal ein paar neue Infos dazu. Süßes oder Saures? Rief das Mädchen, als sie die Tür öffnete. Doch schnell verstummte sie. Eine düstere Hand zog sie hinein und seitdem hat man sie nie wieder gesehen. Am 28. Oktober um 19 Uhr veranstaltet die Gilde Timeless eine aufregende Halloween-Schnitzeljagd, zu der ihr ganz herzlich eingeladen seid. Begib dich auf eine düstere Reise durch Midgard, löse gruselige Rätsel und befreie das Mädchen vom bösen Fluch. Natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen. Die Preise reichen von einer gewöhnlichen Giftbox bis hin zu einem 24-Stunden-Bubblegum. Der Spaßfaktor ist also garantiert. Fühlst du dich in der Lage, die Reise durch die Dunkelheit auf dich zu nehmen? Anmelden kannst du dich bis zum 25. Oktober direkt über Rokards. Schreibe einfach eine Nachricht an Cherry Blossom mit der Anzahl der Krieger, die den düsteren Fluch brechen wollen. Ja, das klingt doch richtig gut. Ich hoffe mal, ich kann mit dabei sein, werde wohl auch die eine oder andere Ingame-Aufnahme machen. Ich denke mal, nächste Woche gibt es auch mal den einen oder anderen Eindruck von den WoE-Castles mit Monstern. Wer es noch nicht gesehen hat und Angst hatte reinzugehen, weil sind ja auch Kasas und was nicht alles unterwegs dort. Morok-Monster und MVPs und ja, ist nicht ganz ungefährlich. werde ich ein paar Bilder mit reinstellen und dann euch präsentieren. Und zu präsentieren oder zum Anschauen gibt es auch noch etwas anderes. Und zwar die Beiträge vom Charakter-Contest.
Das Ganze hieß ja From Pixels to Lifeblood, also von Pixeln zu Herzblut. Ja, die Geschichte unserer Charaktere, es ist ja doch viel Arbeit, die drin steckt. Und wir verbinden ja doch vieles mit ihnen. Und jetzt könnt ihr 21 Beiträge auf rosbot.de euch anschauen. Von Texten über Bildern und ja, sehr interessante Geschichten, sogar ein Rezept ist mit dabei. Schaut mal rein. Und dann habt ihr auch direkt die Möglichkeit, unter den Beiträgen ist ein Bewertungsformular, einfach für eure 5 Favoriten stimmen. Und wenn ihr noch einen Comment hinterlassen wollt oder E-Mail hinterlassen wollt, wenn ihr Fragen habt, auch alles möglich, könnt ihr alles mit da reinschreiben. Die Bewertung ist möglich bis zum 24. Oktober, das ist Montag, 20 Uhr. Und dann wird alles ausgewertet und dann wird es wahrscheinlich sogar noch am Montag die Ergebnisse geben. Die Gewinner werden dann genannt und ja, ich drücke allen Teilnehmern natürlich ganz fest die Daumen, dass euer Beitrag ganz weit vorne landet. Aber es geht natürlich nicht nur um Preise, um Platzierungen, weil es sind ja immerhin unsere Charaktere, da steckt viel Arbeit, viel Mühe drin. Und ich freue mich immer, wenn ich dann solche Sachen lese, sehe zu Charakteren, Videos und was nicht alles, ist ja überall im Netz gibt dazu. Und es ist klasse, was ja, Leute mit ihren Charakteren verbinden, auch Cosplay, klasse. Also ich glaube, das gibt es in wenigen Spielen, diese Identifikation auch mit den Charakteren. Das gibt es ja doch eher bei Anime und Manga. Und bei Spielen ist es eigentlich relativ einzigartig. Aber apropos Spiel, da gibt es nämlich noch so ein großes Ding. Ist ja nur eines der größten oder das größte MMORPG. Ja, World of Warcraft gibt ein neues Add-on. Das Ganze nennt sich Mist of Pandaria. Nebel von Pandaria, ja. Neues Add-on, viele Veränderungen, neue Charakterklasse. Es gibt hier jetzt auch Monks in WoW, sehr nett. Ich spiele es zwar selbst nicht, trotzdem möchte ich euch den Trailer kurz präsentieren, also schaut doch mal rein. We were there. When a world of limitless adventure opened up before us. We rose defiantly against all those that threatened the peace of our kingdoms. We ventured to a new, alien world and cast the Lords of Shadow and Flame back into the abyss. It was we who held the line, as death itself rose like a tide to swallow everything we held dear. We have endured the breaking of the world and must now face the Destroyer and end his cycle of destruction. But soon, we will face a new chapter. An adventure unlike any we've known thus far. A mystery shrouded by superstition. A land of forgotten power and ancient magics. And a people that may well change the fate of us all. Challenges we have faced, and all the places we have been. Azeroth's limits have yet to be revealed. Und apropos Video, da habe ich dann einen netten Hinweis bekommen von einem Moderator von Rokas, seiner, ich hoffe, richtig ausgesprochen. Wie gesagt, wir brauchen endlich mal eine Lautschriftfunktion für Rokas und andere Foren, das ist ja fürchterlich. Ja, und er hat mir die Idee geschickt, wir könnten nochmal ein
Video des Monats, Video of the Month oder wie auch immer man es nennen möchte, einbauen. Also ein, ja, euer Lieblingsvideo des Monats zu Ragnarok oder verwandten Themen. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze mal aus. Schickt ihr mir doch mal bis zum 31. Oktober, Halloween, euer Lieblingsvideo, euren Vorschlag für euer Lieblings-Ragnarok-Video für den Monat Oktober. Es kann also ein VOE-Video sein, es kann Charakterpräsentation sein, Gilden-Event, was auch immer. Alles rund um Ragnarok oder ähnliches. Und da bin ich mal sehr gespannt, was zusammenkommt. Dann wird es eine kleine Abstimmung geben. Erstmal brauche ich eure Ideen, eure Links, euer Video, wie auch immer. Schickt das Ganze mal an event@rosbot.de. Einfach Stichwort Video des Monats. Die Ergebnisse gibt es dann Anfang November. Und wenn das positiv läuft, würde ich sagen, machen wir das jeden Monat. Und ich bin sehr gespannt, was wir da so zusammenbekommen. Wenn ihr aber keine Lust haben solltet, Videos zu basteln und trotzdem aktiv sein möchtet, dann habe ich einen Tipp für euch. Wir holen es mal vor. Ja, das ist es. Sagt euch vielleicht was? Das ist das neue Sailor Moon Manga. Ja, die Reihe gab es natürlich schon vor ein paar Jahren. Und wir mal gucken. Einfach ganz wahllos blättern wir mal was auf. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Blau aufgeschlagen. Das Problem wäre nämlich dann mit dem Bluescreen da. Ja, wir werden sehen. Dieses Manga gibt es jetzt ganz neu. Es sind immer zwei Bände in einem von den früheren Mangas. Es gibt also 12 Ausgaben insgesamt plus 4 Specials. Und warum zeige ich euch das? Einmal, weil ich die Serie damals toll fand. Ich oute mich. Und dann, weil ihr dieses tolle Band hier gewinnen könnt. Jetzt nicht das, weil das ist nur ausgeliehen, aber ihr kriegt dann ein ganz nagelneues Band. Ja, von Pretty Guardian Sailor Moon. Ja, das ist es. Ersten beiden Bände der alten Serie jetzt im neuen ersten Band vereint. Und was müsst ihr dafür tun? Ja, ganz einfach mir bis zum 28. Oktober, das ist nächste Woche Freitag, einfach eine Mail mit Stichwort Sailor Moon und das war's schon. Ja, keine Begründung, kein Nichts rein, einfach nur Sailor Moon an admin@rosbot.de und der oder die Gewinnerin wird sich dann ja, kurze Zeit später darüber freuen können, dieses wunderbare Werk im Briefkasten vorfinden zu können. Dann habe ich noch bekommen bisschen Feedback. Schauen wir das gerade nochmal an. Ja. Ja, als erstes habe ich bekommen, ich werde ja richtig rot. Nette Seite, netter Typ, alles super. Vielen Dank. Ich weiß nicht, von wem es kam, aber danke auf jeden Fall. Dann gibt es noch eins und zwar, Leute, macht weiter so, ihr macht das toll. So weiß man wenigstens, was in der Rohwelt und Afro vor sich geht. Ja, danke, machen wir gerne. Ich freue mich immer drauf, wenn ich Feedback bekomme, euch ein bisschen was zu Ragnarok erzählen kann. Und wie gesagt, wenn ihr auch euch beteiligen wollt an dieser Show, gerne. Wir können ja auch mal eine kleine Live-Schalte machen hier in diesem kleinen, wunderbaren, tollen Monitor. Da gibt es natürlich jede Menge technische Möglichkeiten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback schickt. Wie fandet ihr diese Show? Wie fandet ihr die letzten Shows? Wie findet ihr das Projekt? Und ja, auch Ideen, Anregungen, was immer euch so im Kopf rumspukt. Alles einfach an mich schicken. admin@rosbot.de über das Kontaktformular auf www.rosbot.de oder auch über Facebook, ganz aktuell natürlich. Und ansonsten, wenn ihr mich in-game erwischt, ich bin leider sehr wenig in-game, dann könnt ihr mir dort natürlich auch einfach mich anwispern oder wenn ich im Chat dort stehe, ist meistens das Passwort 1234, nur um das mal gesagt zu haben, ist nicht, damit da keiner reinkommt, nur damit man sich nicht mal anklickt. Dann hört man wieder das Chatgeräusch, guckt am PC, toll, wieder nur verklickt. Okay, also von daher einfach nur 1, 2, 3, 4. Wenn ihr dort diesen Chat betreten wollt, schreibt mir was rein. Wenn ihr Fragen habt, mich in-game erreichen wollt, kein Problem. Und dann, ja, würde ich sagen, war es das auch schon wieder für heute. Ja, wieder eine Show rum. Nächste Woche gibt es wieder eine neue, wieder mit neuen Themen. Vielleicht mit guten Nachrichten zum Afro-Server. Mit spannenden Events von Iro und hoffentlich auch mit jede Menge Feedback von euch. Und dann wünsche ich euch bis dahin eine schöne Woche und noch schöne XP, denn neben den 300% XP, die wir im Moment in diesen 4 Tagen WoE genießen, haben wir immer noch ein Doppel-XP-Event auf Afro, das auf jeden Fall bis zur regulären Wartung am Donnerstag läuft. Also von daher jede Menge Möglichkeiten, noch
den Charakter ordentlich zu pushen. Und ja, dann legt los, viel Spaß beim Leveln. Und Moment, eine Sache noch kurz zurück. Danke an Ragnar Kunosashi für das Bewerben dieses Videos. Ja, ihr seid es, an euch hängt es, man sieht es, 500, fast 600 Zuschauer fürs letzte Video. Tja, alles Kunosashis Schuld und Verdienst. Vielen Dank dafür. Und als kleines Dankeschön könnt ihr natürlich mal auf die Seite schauen. Ihr wisst ja, alle Infos zu normalen Roh, zu Renewal, Monster-Items und so weiter. Der BGM-Player, den habe ich letzte Woche vorgestellt. Also allerhand Zeug, mit dem man sich die Zeit vertreiben kann. Ich will nicht sagen, wenn der Server mal wieder offline ist, das wäre jetzt gemein. Er läuft ja gerade wieder. Mhm. Gut, dann sage ich mal, ja, schöne Woche, schönes Restwochenende noch, guten Start in die Woche und wir sehen uns zur nächsten Show. Bis dahin, macht's gut, ciao.